Jo Leute, wir sind in der vierten Arena von Pokémon Sapphire. And in this part, we want to go against the fourth gym leader. And why I speak English, I have not a reason to this. So now we speak German. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sapphire. Und ja, könnt deine Pokémon 200 Grad aushalten. Ja, wenn du sie grillen willst, dann ist es natürlich schon ein bisschen fies, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Kekleon ist immer so ein geiles Pokémon. Also ich verstehe es irgendwie nicht, warum ich den so geil finde. Aber das ist einfach so, er haltet irgendwie Attacken aus. Also das ist das Interessante daran. Er wechselt dann immer wieder den Typen. Das heißt, es einfach ein interessantes Pokémon. Level 42, oh mein Gott, das will nichts Gutes bedeuten. Bist du ein Trainer? So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Ach so, ich hab's jetzt verstanden. Jetzt bin ich Smarty. Okay, gut, da fallen wir auch runter, interessanterweise. Ach so, das eine befördert uns nach oben, das andere nach unten, oder was? Ich versteh's doch alles nicht. Und dann sind wir schon die Arena-Leiterin. Oh, verdammt nochmal. Wird verwackelt. Gut gemacht haben wir das gegen den Hagen. Flavia heißt die Arenenleiterin. Interessant, würde jetzt mein Klassenkollege Dennis sagen. Definitiv interessant. Und hier ist es natürlich die absolute Arschkarte, was wir hier gerade gezogen haben. Hier müssen wir runter, denn hier kann man nämlich dadurch. Dann guckt man dahin. Und da haben wir noch einen Trainer. Jo! Also, ich habe mir vorgenommen für diesen 21. Part jetzt. Nämlich zwei Arena-Orden zu schaffen, weil nachdem wir hier das ja geschafft haben, können wir auch theoretisch in die nächste Arena gehen. Und ich denke mal, es gibt nicht mehr Trainer in dieser Arena. Den Computer würde ich jetzt nicht anmachen, weil den habe ich noch nicht momentan aus. Hits Compartment, der sieht aber auch so aus. Jo, also fliegen können wir auf jeden Fall noch nicht, weil wir die VM nicht haben. Deswegen wird es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich werden mit dem 5. Orden. Der wird wahrscheinlich erst dann im nächsten Part folgen. Denn wir haben ja noch eine Wüste zu erkunden. Und wir können den ganzen Müll nochmal von vorne machen. Ist das nicht wundervoll?
Weil man kann ja auch nicht abzählen, was jetzt die Kiste ist, die einen zu dem Ort bringt. Oder ich würde sogar beinahe sagen Sprungfeld. Aber irgendwie ist es komisch, die Arena ist auf zwei Stöcken gebaut. Das ist doch absolut, das versteht doch keine Sau. Verdammt nochmal, war wieder die falsche Trommel. Das falsche Hüpffeld. Ich meine, was ist es? Das ist irgendwie so. Ach, ein Geysir, oh mein Gott, jetzt erst verstehe ich's. Und das ist Treibsand. Das ist der Geysir. Ach du großer Gott, ey. Achso, das war der falsche Weg. Mein Gott, bin ich blöd. Wer's auch gedacht. Nein, dieses Mal nehme ich den Weg, der mir gegenüber liegt. Und damit hatte ich recht. Ich hatte recht. So, jetzt kämpfen wir gegen dich. Willkommen. Halt. Warte. Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... Ich bin Flavia und bin die Arenenleiterin hier. Du sollst mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geehrt und da kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir entwickelt haben. Jo, Flavia... Wird kein Problem für uns sein, die machen wir. Die zerteilen wir stückchenweise. Und gleich zwei Schneckmark, das ist natürlich eine. Also so hätte ich es nicht besetzt, diese Arena. Ich hätte drei verschiedene Pokémon machen sollen. Oder halt zwei Pokémon, die halt ziemlich stark sind, um den Trainer jeweils herauszufordern. Und da bekomme ich hier eine Geheimwaffe Kurtel, doch das mit einer 95er Wasserattacke ist auch kein Problem. Also absolut, die Arena hat absolut gegen uns versagt. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin auch noch nicht so lange Arenenleiterin. Ich kämpfe gegen deinen Großvater. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich habe zu sehr versucht, jemanden zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meinen Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das wohl verdient. Okay, gut. LPL, den Hitzeorden. Und damit haben wir 4 Orden und damit die Hälfte aller Orden. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke außerhalb eines Kampfes ersetzen. Und dann bekommen wir jetzt hier noch Hitzekoller. Was uns nichts bringt, da wir kein Hitze-Pokémon haben. Gut. Dann können wir diese Arena jetzt verlassen, weil das war ein Meisterstück von uns. Und Maike war zufälligerweise hier im Kräuterladen, gibt uns jetzt auch das Glas, mit dem wir durch hinlaufen können, durch den Sandsturm in der Wüste, den wir mal gesehen haben. LP, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als ich die heiße Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas, dann können wir durch die Wüste. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, LP, in Arenen antreten.
strengst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. LP, ich glaube, du sollst deinen Vater, der Rainer von Büchenbox, für dich herausfordern. LP, man sieht sich. Ja. Und sie hat mich gerade auf die Idee gebracht, das Fahrrad zu benutzen. Da wir keinen großartigen Schaden erlitten haben, würde ich mal sagen, geht's jetzt sofort in die Wüste. Und hier tauchen auch entsprechende Pokémon auf. Ein Sandsturm tobt. Das finde ich nicht schön. Hier bekommen wir nämlich auch ein Fossil. Sternstaub. Interessant, dass sowas hier vorbei weht, einfach so. Wie viele Trainer es hier gibt, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde jetzt den Computer anmachen und auf PokeWiki vorbeischauen. Also lasst euch nicht von den Geräuschen stören. Ab dem nächsten Part gibt's wieder Informations. Weil ich habe nämlich schon Angst vor den Trainern, die es hier gibt, weil es könnten nämlich ziemlich viele sein und damit könnte ich mich auch irgendwie langweilen. Vielleicht mache ich hier irgendwann mal so eine Runde, wo ich offscreen Trainer erledige, damit es nicht im LP vorkommt, aber damit würde ich euch ja was verheimlichen und das will ich ja nicht. Weil ich euch so viele Informations wie nur möglich bieten möchte. Sag mal Leute, könnt ihr vielleicht auch mal was herausforderndes machen und nicht nur immer wieder das? Sandan gräbt sich ein. Ja, du kannst dir dann dein Grab schon mal einrichten, würde ich mal sagen. Und da steht dein Grab gebuddelt. Dann kannst du jetzt reinschlüpfen endgültig. Aber ich bin nur noch so klein. So, online kommen wir. Es sind momentan 24 Grad hier in Marbach am Neckar. Da muss ich mal kurz googeln. Ja, Route 111 in Höhen. Hier gibt es nämlich ganz schön. Also in der Wüste gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Trainer nur. Was? Und ins Markt einige Trainer mehr. Also definitiv haben wir die besseren Karten gezogen. Ich würde jetzt richtig in die Röhre schauen, würde ich erst Markt jetzt playen. Jetzt warst du der dritte Trainer hier in dieser Wüste, oder was? Ja. Ich kann nicht verstehen, dass es dich richtig glücklich macht. Da muss ich nochmal gucken. Ja, es müsste noch hier einen zweiten Camper geben. Und wir bekommen von der 368 Poké-Dollar. Und alle setzen mindestens ein Sandan ein. Und halt ein Ruin Maniac, ein Sandama. Oh, Level 43 erreicht. Habe ich vollkommen vergessen, das zu erwähnen. Also ich kann mich an keinen Sandama eigentlich erinnern. Aber
muss ich mich ja auch nicht unbedingt. So, dann gucken wir uns noch in den letzten 30 Sekunden um. Ach, dich haben wir vergessen. Okay, dann haben wir gegen alle Trainer eigentlich gekämpft. Ich habe vollkommen vergessen, dass der Ruinenmaniac gegen Sandama besitzt. Doch, du großer Gott. Ach, du großer Gott. Und der hat mir definitiv zu viele Pokémon. Aber die zerhacken wir alle Stück für Stück. So, und ein einziges Mitglied. Ein einziges Glied, meine ich. So, Leute, dann bin ich hier an dieser Stelle jetzt den Part. Das war's für diesen Part. Ciao, wir erkunden im nächsten Part weiter die Wüste und gehen in die nächste Arena sicherlich.